die Entwurzelung und Verlassenheit des Massenmenschen und den Triumph eines Menschentyps, der im bloßen Arbeits- und Konsumvorgang sein Genügen findet. Ich habe dazu zwei Fragen. Im Arbeiten und Konsumieren ist der Mensch wirklich völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Im Arbeitsprozess entsteht eine eigentümliche Verlassenheit. Auf sich selbst zurückgeworfen werden, indem dann das Konsumieren gewissermaßen an die Stelle aller eigentlich relevanten Tätigkeiten tritt.